Komm schon, Mann, komm schon. OJ. Simpson? OJ Du. OJ Du? Ich kenne nur OJ Simpson. Biggest OJ, warum rufst du an? Erinnerst du dich noch an den Kurzfilm, den wir damals gedreht haben? Among Us? Du meinst letzte Woche. Irgendwas stimmt da nicht. Nein, wurde der gesperrt? Nein. Ja, was denn? Wir sind deutsche YouTuber. Was ich nicht so alles durch dich erfahre. Ja, aber irgendwie sind unter unserem Video ganz viele spanische Kommentare. Echt? Portugiesisch, Englisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Dänisch, amerikanisches Englisch, britisches Englisch, falsches Englisch. Jay! Du erinnerst dich? Deutsche YouTuber-Aria. Klar, habe ich vergessen. Was passiert hier? What are you suggesting? That he was murdered. Nein, Spaß, komm mal hierher. Und du sagst, hier finden wir die Antwort? Wenn es jemand weiß, dann das Internet. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, vor genau einer Woche haben wir einen eigenen Among Us-Kurzfilm auf diesem Kanal Jay und Aria released. Und ja, was soll man sagen, mit so einer positiven Reaktion haben wir absolut nicht gerechnet. Also über 1 Million Views und mehr als 150.000 Daumen nach oben. Es ist wirklich extrem krass, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wissen sehr zu schätzen. Dann ziehen wir uns doch jetzt mal rein, was es im Internet zu unserem Kurzfilm zu finden gibt. Let's go! Witzigerweise gibt es halt extrem viele Artikel zu unserem Kurzfilm. Ja. Noch witziger ist, dass es irgendwie gar keine deutschen Artikel dazu gab. Moment mal! Aber richtig viele amerikanische, britische, russisch, spanisch, portugiesisch, nicht deutsche. Weiß nicht warum. Das hier ist zum Beispiel Screen Rant. Also die haben auch einen YouTube-Channel und sind extrem groß auf YouTube. Und die haben einen Artikel zu unserem Kurzfilm gepostet. Wir haben es jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzt. Dieser Live-Action-Kurzfilm Among Us stammt vom YouTube-Filmemacher-Duo Jay und Aria, das für seine hochwertigen Produktionen bekannt ist. Sein 12-minütiger Among Us-Kurzfilm ist keine Ausnahme. Nice. Abgesehen von der atemberaubenden Kameraarbeit, der düsteren Atmosphäre im Weltraumzeitalter und der glaubwürdigen Schauspielerei, der Kurzfilm stellt einige der kultigsten Momente in Among Us nach. Jay und Aria haben phänomenale Arbeit geleistet, um Among Us als Psychothriller nachzubauen und Fans des Spiels müssen es sich so schnell wie möglich ansehen. Ja, cool. Vielen Dank, Screen Rant. Also es gibt richtig viele englische. Genau. Zum Beispiel von PC Gamer, Games Radar. Comic Book. Ja, comicbook.com ist auch eine Page, auf der ich richtig oft bin. Aber wir können ja mal eine spanische abchecken. Ja, Mann. Hier übersetzen wir logischerweise wieder die Page. Unter uns Premiere eines Kurzfilmfans in echter Aktion. Da steht kurzen Fans. zwei deutsche Filmemacher vermitteln die Essenz von Among Us zu einem Film von ca. 12 Minuten, der kostenlos auf YouTube verfügbar ist. Nur 12 Minuten reichen aus, um diese Science-Fiction-Geschichte mit einem Hauch von Entsetzen und Spannung zu erzählen. Was ich persönlich mit am krassesten fand, also wir haben einen Artikel von einer echt großen japanischen Website. Das ist halt heftig, einfach in Japan angekommen. Steht auch irgendwo so zwischen den ganzen japanischen Zeichen Jay und Dory. Ja, richtig cool, Mann. Der menschliche Weltraumwolf Among Us ist ein zu ernsthafter Fan-Live-Kurzfilm. Das Weltraumwolf-Spiel Among Us wurde 2020 plötzlich immer beliebter. Die deutsche Filmemacher Jay und Aria haben einen Kurzfilm Among Us-Shortfilm veröffentlicht, der eine Live-Action-Version dieser Arbeit ist. Beispielsweise ein Treffen verdächtiger Dämonen, okay, aufgrund der Tötung der Crew und der Vertreibung von Kandidaten für Betrüger. Aber trotzdem übertrieben cool, Mann, weil das hier wurde im japanischen Raum gepostet und dann kamen daraufhin richtig viele japanische Tweets. Wir haben auch halt voll viel russische. Ich glaube, nach Spanisch sind das sogar die meisten. Das kann gut sein. Und wir haben immer noch keine russischen Untertitel. Kurz Fan-Adaption des Spiels Among Us. Videoblogger vom Jay und Aria-Kanal, die Kurzfilme und Videos über die Filmindustrie drehen, haben einen 12-minütigen Fan-Kurzfilm veröffentlicht, der auf dem Videospiel Among Us basiert. Wenn man bedenkt, dass das Hit-Netzwerk selbst von Filmen wie Aliens inspiriert ist, stellt sich heraus, dass der Kreis geschlossen ist. Achso, mit Hit-Netzwerk meint ihr das Spiel wahrscheinlich. Ja. Das Video hat alles, was wir von einer solchen Verfilmung erwarten. Das Drehbuch wurde von 3 von uns geschrieben. Was heißt das? Na, von 3 Leuten geschrieben einfach. Ja, aber warum haben die geschrieben? Das Video wurde von 3 von uns geschrieben. Na, wahrscheinlich ergibt das im russischen Sinn. Vielleicht. Cypher Yüklenier. Among Us und... Achso. Among Us Fanmade Professional Short veröffentlicht. Für Among Us wurde ein großartiger Fan-Kurzfilm gedreht, der weltweit wild gespielt wird.
Die kennen den Slang, der hier abgeht. Produziert von den deutschen Filmemachern Jay und Aria. Ein kleines Team, das in einem Raum gestrandet ist, versucht herauszufinden, welcher ihrer Zahlen des gehirnbrennenden Monster ist. Der Kurzfilm konzentriert sich genau auf diese außerirdische Intrige im Gerichtssaal, während die Crew ihre Zahlen nacheinander schneidet. Scheiße. Ich würde diesen Film, der bereits ziemlich kurz, 12 Minuten, allen unter uns Liebhabern empfehlen. Ja, vielen Dank. Teşekkür. Teşekkürler. Von mir auch. Çok güzel. Wir sollten gleich uns nochmal ein paar Reactions auch noch reinziehen, ja, die es auf YouTube gibt. Aber gucken wir mal. Hier gibt es noch Finnisch, Griechisch, Indonesisch, aus Thailand, Vietnam. Mhm. Checken wir doch mal Thailand. Ich meine, ich war da, habe ich mir doch gedacht. Alles auf Thailändisch. Übersetzen wir mal ins Deutsche. Dieser Kurzfilm wurde auf dem Jay und Ariel-Kanal von YouTube hochgeladen, wo das Video eine interessante Handlung enthält. Und es gibt Gründe, warum Among Us zu einem Horrorfilm geworden ist, der auf der Realität basiert. Der Virus wird auf Polos aufgezeichnet, dass das Raumschiff angekommen ist. Der Scanner in Medbay kann möglicherweise Viren erkennen. Es ist jedoch enttäuschend, dass nur Gelb biometrische Daten aufzeichnet. Die haben einfach das Skript als so... Also Bullet Points einfach genau, so aufgeschrieben. Genau, für ihre PowerPoint-Präsentation. Der Autor sagt, dass 12 Minuten, in denen er dieses Video gesehen hat, die Augen wirklich nicht abwenden können. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben das gerade, es war logischerweise gerade ein bisschen lustig, weil wir es nicht hundertprozentig verstanden haben. Auf jeden. Das, was er gesagt hat. Das, was ich gesagt habe. Was heißt das? Danke. Ah, okay. Auf jeden Fall crazy, dass es so viele verschiedene Artikel zu unserem Kurzfilm einfach gibt. Außerhalb von Deutschland. Hm. Aber wir sollten uns jetzt mal ein paar Reactions noch reinziehen. Auf jeden Fall. Oh, this live. Action, action, bro. They put some work into this thing. Schöner Shot. Schöner Shot. Stark. Ist schon mal geil zu hören, wenn Marius sagt, dass die VFX geil sind. Ja. Aber wir hatten auf jeden Fall auch echt coole VFX-Artisten, ja, mit bei diesem Projekt am Start. Oh shit, der Bray wird gleich gefickt. Synchronsprecher von Denver aus Haus des Geldes ist dabei. Stark! Beste Reaktion darauf. Aber es war wirklich cool, dass du dabei warst. Auf jeden Fall. Shoutout an Marius an der Stelle. Ja. Es gibt ja wirklich einen Film, darauf soll Among Us ja angeblich basieren. Ist ein bisschen älter. The Thing. Das ist eigentlich fast genauso wie Among Us. Digga, geisteskrank gemacht, Alter. Danke, Bro. Ist es Greenscreen? Könnte Greenscreen sein, ne? Kein Greenscreen. Oder einfach ein krasses Studio. Wo haben die das her? Ich glaub's nicht. Leute, was habt ihr da gemacht? Shoutout zur Location, an der Stelle auch nochmal. Ja, Mann. Das ist die Tilter. The Imperial Laser Tag Academy nennt sich das, in Hamburg. Die waren so freundlich, haben uns da drehen lassen. Ohne die wäre der Film auch nicht ansatzweise cool geworden. Von daher, Shoutout an die und Link steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Habe ich jetzt entschieden. This is the room where they have to like talk and see who is the, the imposter. Okay, okay, I see what's going on. Hey! He was murdered? Nein, Bruder, mit Messer. Er hat neu gespielt, Bro. Ich glaube, Green ist er bestimmt. Paul Klass. Ich glaube, er ist es. Sus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Bruder Impostor ist. Ich weiß nicht, wieso. Wow, she looks sus, Bro. She looks sus. Interessant, die verschiedenen Gefühle und Vermutungen mal so zu hören. Teilweise werden ganz andere Schlussfolgerungen von Leuten gezogen. Ja. Virus. Coronavirus? Viruses und Corona sind richtig verschmolzen jetzt. Ja, man kann dieses Wort nicht mehr droppen, ohne dass Leute denken, dass es Corona ist. Das Virus macht Leute zu einem Massenmörder. Auch ein interessanter Plot. Boah, Digga, Black ist einfach Blondine. That shit seems difficult to me. Warum denn? What? Which is sus, since she should have been an electrical, if I'm not mistaken. What is sus? Nice, auf den Satz habe ich gewartet. Ey, Bruder, ich kann dir gar nichts dazu sagen. Ich bin gerade so voll mitgerissen. Also wir haben halt auch versucht, so diese Gamesprache möglichst authentisch einzubauen. Ja. Wir haben uns das so ein bisschen erklärt, dass die in der Zukunft einfach so reden. Ich finde aber, das wirkt richtig professionell. Also Real Talk, das könnte ein legit Kinofilm sein. Warte mal, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bei 6 muss man voten halt. True. Ja, okay, drauf geachtet. Ich habe auch sogar kommentiert schon gestern. Mega stark, Jungs. Weil ich habe nur bis dahin habe ich ungefähr geschaut. Moment mal. Boah, auf dieser realistischen Basis ist das richtig dramatisch, oder? Das sagen voll viele so. Das ist denen gar nicht bewusst, wie schlimm das eigentlich ist. Yeah. Virus, you're talking to. Get out of here.
we don't get rid of her now, she could kill you or me. Oh, Black. Die spielen es aber auch beide richtig gut, muss man sagen. Die spielen das beide wirklich richtig gut. Dankeschön, danke. Danks gehen raus. Jay Samuels though, bro. What if it's Jay Sam? What if he's the imposter the entire time? He's literally whispering some Light Yagami type beats in this guy's ear. Light Yagami type beats. Okay, die sind in Love. Ey, aber cool, dass das durch den einen Shot rübergekommen ist. Ja. Eine andere Szene, die das eigentlich einleitet und etabliert, mussten wir wegstreichen. Hm. Und dann waren wir so, ja, der Blick wird das schon verkaufen. Ich frag mich, wie lange die gesessen haben. Ist echt herbe aufwendig. Wir haben insgesamt tatsächlich 14 Tage dran gesessen. Von dem Tag, wo ich dich angerufen habe und meinte, yo Mann, lass mal einen Among Us-Film machen, zu dass der fertig war. Wir haben dann, glaube ich, 2 Tage später, nachdem er fertig war, released. Aber wir haben eine kleine Premiere gehabt und das waren 14 Tage später. Ah, okay, krass. Wow, bro, this looks like the dude did it, man. They're gonna suss him out. Ja gut, er wurde von der Leiche erwischt. Nee, jetzt sassen die ihn. Es ist richtig interessant, anderen zuzugucken, wie die bei deinem Film zugucken. Mhm. Und vor allem auch, was richtig cool ist, ist, wenn genau die Reaktion kommt, die man versucht hat zu schaffen. Ey, aber auch mal ganz kurz an Jay und Aria, ne? Ey, damn gut geactet. Also ich wusste nicht, dass ihr so gut im Acting-Game seid. Danke, richtig gut, Sir. Richtig gut. Also könntet auch Schauspieler werden, so. So mal nebenbei so. Maybe that was his big brain strategy behind it. To make him seem less sus. Reverse psychology. Oh, Digga, genau so redet man in Among Us. Genau so redet man in Among Us. Vielleicht ist es einfach doppelte Psychologie. Was hier gerade. Oh, wie stark, Alter. So, it's definitely not me. He was. Die Diskussionen sind auch echt gut geschrieben. So Dialoge schreiben ist wirklich hart. I mean, we all thought it was purple. So what were you looking for? Hm. Interessante Ansichtsweise. So what were you looking for? Oh, guter Call. Ich habe bei ihr ein schlechtes Gefühl, weil ich finde, das sind immer die schlimmsten Imposter, die ganze Zeit über gar nichts sagen. Also Zeit, ich weiß, was er bis meint. Bis man sie anspricht. Nur dann fangen sie an zu reden. Ja. Oh, er macht einen 10.000 IQ-Move. Er macht einen 10.000 IQ-Move. Das sagt man immer wenn, bei dem Spiel, wenn man so richtig krass um die Ecke denkt. Ja. Irgendwas hat er gesagt. Sonst würden nicht alle so kommen. Oh, er hätte es gar nicht wissen können, dass es in seinem Schädel hängt. Jam a knife through his skull. Wait a minute, he wasn't even there, bro. Oh. Er hat ja gar nicht gesagt, dass ein Messer im Kopf war. I never mentioned that he was stabbed in the head. Ah, erwischt. Boah, stellt euch vor, auf einmal, er ist es auch nicht, Digga. Imagine, er war es wirklich nicht. Imagine. They win? Die Hoffnung in seinem Gesicht. Oh, jetzt kommen die zusammen wieder. Oh. Stark. Nee, oder? Oh, nee. Ich hab's gewusst! Oh! It is her! What? Oh, shit! Ich wusste es. Es war so klar! Alter, okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Marcel Becker-Neu, Jay und Aria, ihr habt das richtig gut geschrieben. Das vielen Dank, auch Shoutout nochmal an Marcel an der Stelle. Ja, ich sage euch ehrlich, sehr krass gemacht. Sehr wild gemachter Film. Dankeschön. Sehr wild. Richtig sick. Respekt, wirklich. Respekt. Dankeschön. Danke, Mann. Child, that was good. Like, that was good. Jay Samuels and Aria did a good job. Stackface noch einmal. Diesmal, Jungs, kann ich auch zum kompletten Film sagen, mega stark, Jungs. Danke für euer unglaubliches Feedback, Guys. So viel positive Energie. Es ist immer wieder einer der größten Freuden, wenn unsere Kurzfilme es schaffen, euch zu begeistern. Also, gracias. Si.
Wir sind auf jeden Fall bemüht, mehr große Projekte zu releasen und an einigen sind wir sogar jetzt schon dran. Allerdings müssen wir uns durch die Corona-Phase gerade noch ein bisschen länger gedulden. Seid also gespannt. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es unbedingt nach. Also for all the people outside of Germany, thanks a lot for your incredible feedback and support. This channel is mainly in German, but we do have other bigger English projects like short films and music videos that you can check out by either clicking the playlist or you can also click the link in the description. And we'll be making more English content in the future, so subscribe to our channel if you don't want to miss any of that. Und ansonsten würden wir jetzt sagen, haut ihr Riesen